Gut, also nochmal guten Morgen an alle. Das tut uns wirklich leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber das ist der Chaos Communication Congress, das Chaos gehört dazu. Und ja, wir sind sehr, sehr froh, den Speaker hier zu haben. Gut. Ja, hier ist... Bitte großen Applaus für Eyal Weizmann. Und wir haben hier gerade schlechten Ton in der Kabine, in der Übersetzerkabine. Ich kann den Speaker gerade selber nicht hören. So, ich bin sehr froh, hier zu sein. Das ist mein allererster Kongress und ich glaube, das gibt uns hier, das ist ein gutes Zeichen, dass es am Anfang erstmal schief geht und jetzt sollte es laufen. In London habe ich eine Agentur, die sich mit Gegenforensik befasst. Das ist schwer zu erklären. Es geht darum, sozusagen den forensischen Blick zurück auf den Staat zu lenken und sich eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen anzugucken und von der Polizei, die jetzt ist für mich, für den Übersetzer, der Ton vom Speaker wieder weg. Kann den Speaker leider gerade nicht hören. Ja, es geht um Polizeigewalt und es geht dabei auch um einen anderen, jeweils unterschiedlichen Forschungsmodus, eine unterschiedliche Technik, um das zu tun. Das erste, wo ich selber herkomme, Israel, Palästina, und dort geht es tatsächlich um die Durchsetzung der Beduinen-Community, Gemeinschaft, die im nördlichen Teil der Nakka-Wüste wohnt, seit Generationen. Und das ist jetzt von staatlicher Seite für illegal erklärt worden, dass sie dort wohnen und siedeln und hat zu weiteren Überfällen von staatlicher Seite dort geführt. Oh, ihr seht die Folien gerade gar nicht. Entschuldigung. Ja, eine Sekunde bitte. Ah, ihr wisst das schon. Okay, ihr versucht es gerade. Gut, das... Ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter über forensische Architektur, bis wir die Folien zu sehen bekommen. Im Grunde sind wir eine Gruppe von Architekten, Filmemachern und ein paar investigativen Journalisten, auch ein paar Programmierer sind dabei. Und wir haben uns zusammengefunden, um eine forensische Agentur zu gründen. Das war experimentell, als wir das begonnen haben, 2010 war das. Wir hatten das Gefühl, beide, die sowohl die technologischen als auch die politischen Veränderungen rufen danach, dass wir so eine Gegenforensik etablieren. Am Anfang ging es für uns darum, dass wir in Konfliktzonen gearbeitet haben. Wir haben angefangen im Jahr 2000. Dort ist Krieg zu einem städtischen Phänomen geworden. Alles, was wir uns angeschaut haben, findet in Städten statt. Und jetzt ist der Ton leider wieder weg. Ja. So kann es sein, dass ein einfacher Arzt plötzlich zu einem Pathologen wurde und wir aus Architekten konnten unser Wissen, wie wir Gebäude interpretieren, wie wir ihre Physikalität interpretieren, zu einer Technik umwandeln, die wir in diesem Bereich verwenden können. Wir haben eigentlich eine Art Archäologie verwendet, eine Archäologie des Gegenwärtigen. Und wir schauen uns Ruinen an, Ruinenhaufen von Gebäuden, die zerstört wurden, zum Beispiel durch in einem Gefecht, durch einen Bombenangriff. Und von der Positionierung des Mülls wollen wir sehen, was ist da tatsächlich passiert. An diesem Standpunkt und drumherum. Das war also eher so eine archäologische Praktik. Aber dann sehr oft haben wir
in Konfliktgebieten gearbeitet. Das erste Projekt, was wir hatten, war in Palästina. Dann haben wir dort Drohnenkrieg aufgedeckt in Pakistan und der pakistanisch-afghanischen Grenze. Wir haben sehr schnell erkannt, okay, die Technik arbeitet gerade daran, die Slides zu zeigen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja. Ja, und hier die, wie ich gesagt habe, die erste Ebene war sozusagen archäologisch. Also aufdecken, was ist hier passiert. Aber immer mehr haben wir gesehen, dass wir an diese Orte gar nicht hinkommen können. An die Orte, die für uns am wichtigsten waren, für unsere Forschung. Die Staaten, wenn sie sozusagen Menschenrechte verletzen, machen manchmal auch noch zwei Sachen. Sie riegeln das Gebiet ab, dass gar keine Ermittlung mehr möglich ist für jede Art von Menschenrechtsgruppe, für jeder, der eben diese Beweise gegen sie aufdecken möchte. Und sie begrenzen die Möglichkeit, dass beliebige Signale aus diesen Bereichen herauskommen. Insbesondere 2008, 2009 in Gaza, dass wirklich sehr, sehr wenige technische Signale während des Kriegs mit den Israelis nach außen kommen konnten. Als die amerikanische Drohnenkriegführung begann in Pakistan begann, dann haben sie ebenfalls das auch sehr stark begrenzt. Das erste, was wir tun müssen, ist Archäologie machen, indem wir uns Medien anschauen. Das heißt, wir interpretieren die Flut von Bildern und Informationen. Jetzt ist leider bei mir der Ton weg. Okay, der Speaker arbeitet gerade wieder daran, uns seine Slides oder Bilder eben zugänglich zu machen. Wir erwarten ja, dass wir hier einiges an Bildmaterial zu sehen kommen, was eben diesen Vortrag unterstützt. Ja, kurze Zusammenfassung vielleicht. Also es geht darum, beispielsweise Kriegsschäden von Bildmaterial her so untersuchen zu können, dass man eben erkennt, was ist dort vorgefunden, insbesondere wenn die Gebiete sowohl vom Zugang als auch elektronisch abgeregelt werden. Also das erste Beispiel, was ich euch gerne zeigen möchte, ist eine Arbeit, die wir mit einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation gemacht haben im Gaza. Das war 2014. Wir konnten dort hingehen. Wir haben um Erlaubnis gefragt, nach Gaza zu gehen. Das wurde uns verweigert und wir hatten nur 17.000 Bilder, die wir gesammelt haben, die wir innerhalb eines Tages gesammelt haben. Und wir haben versucht, die Geschichte eines Tages zu erzählen. 1. August 2014, vom Morgen bis Abend, was die gewalttätigste Kriegszeit war, mit der größten Anzahl von Opfern auf palästinensischer Seite. Wir hatten kein Recht auf diese Bilder. Wir haben sie von sozialen Medien gesammelt und wir mussten eine Technik entwickeln, die Bombenwolken uns anzuschauen und diese verwenden, um dann zu sehen, dass wir mehrere Bilder verwenden, die eine Explosion zeigen, damit wir feststellen konnten, wann genau diese Bombe heruntergekommen ist. Das war sozusagen physikalische Metadata. Ja, wir zeigen gerade, wie wir Geolocation machen anhand einem Bild,
eines der Bilder bzw. eines der Videoclips, in dem wir die Punkte in dem Bild mit der Karte vergleichen, um die Perspektive und damit die exakten Positionen festzustellen. Hier haben wir ein Satellitenbild dazu. Dann haben wir den Punkt festgestellt, wo der Fotograf war. Dann haben wir drei Bilder dieser Bombenwolke verglichen und dann konnten wir den präzisen Punkt identifizieren, auf dem die Bombe hochgegangen ist. Ja, das ist ein effektiver Weg, um rekonstruieren, wie diese Metadaten aussehen, die Zeit und Ort definieren. Wir nennen das Physical Blocks, also eine analoge Information, die innerhalb dieser Bilder vorliegt. Wir können andere Dinge auf diesem Bild sehen. Wenn wir eins dieser Bilder anschauen, sehen wir, dass der Filmer zwei Schatten auffilmt, eine Sekunde bevor die Kamera aufhört. Und wir haben dann versucht, die Uhrzeit anhand dieser Schatten zu erkennen. Wenn wir diese Zeit kennen und die Form der Wolke, können wir das triangulieren. Und dann können wir die Zeit wiederum von anderen Videos feststellen. Ja, das heißt, wir bauen ein 3D-Modell bauen, wir machen eine Sonnensimulation und dann konnten wir sehr präzise mit 5 Minuten Fehlern feststellen. Und jetzt wissen wir, wo wurde das Bild gemacht, wann wurde das Bild gemacht, welche Zeit war genau dieser Einschlag. Allerdings sehen wir in dem Satellitenbild, das wir bekommen haben, da hatten wir relativ viel Glück, so ein Bild zu bekommen. Da haben wir eine Bombe gesehen auf dem Satellitenbild. Ja, das heißt, das Satellitenbild hat Metadaten für uns und wir haben dann in den anderen Videoclips nach dieser Bombe gesucht. Also wir haben die Bodenbilder damit verglichen. Ja, das ist sozusagen die Sicht vom Boden. Und dann können wir versuchen festzustellen, welche Sequenz diese Bilder haben. Aber da ist zum Beispiel, sind die Metadaten falsch, die sagen hier, dass es Mitternacht ist. Wir setzen dann ein Panorama aus den Bildern zusammen, um diese Bombenwolke in der Stadt eben um diese Zeit genau darzustellen. Und dann konnten wir identifizieren, welche Wolke das ist. Das ist die eine, das ist die Wolke von oben, das ist sie von der Seite. Und wir konnten dann auch den präzisen Ort und die präzise Zeit feststellen, wann die Bombe eingeschlagen ist. Und dann können wir sozusagen die ganzen Metadaten innerhalb der Videoclips rekonstruieren. Da machen wir sozusagen die ganzen Grundlagen für unsere Arbeit, um Zeit und Ort hier dieser Ereignisse festzustellen. Zum Beispiel konnten wir sehen, in zwei unterschiedlichen Bildern in deren Ecke sehen wir, dass es die gleiche Kamera ist, weil die einen Kratzer hat auf der Linse. Ja, dann können wir auch wieder die Metadaten korrigieren, die Unterschiede feststellen. Dann nochmal dieselbe Kamera und wahrscheinlich denselben Kameramann feststellen. Und dann können wir einen Zeitstrahl bauen, um sozusagen zu zeigen, wann dieser Kameramann Bombeneinschlag aufgehoben hat. Und danach können wir diese Art Wolkenatlas bauen. Das ist eine Technik, die wird verwendet von Künstlern, von Amateuren schon in früher Zeit. Und wir haben ein Archiv von Wolken erstellt. Und hier konnten wir diese Information auf dem Boden umsetzen. Wir konnten dann von Cloud vor Wolke zu Stadt uns bewegen. Und wir nennen das Architectural Image Complex. Architektonische Modelle sind nur die einzige Methode, diese Punkte genau zu identifizieren, um zu sagen, wann passieren diese Einschläge. Dann können wir uns dort bewegen, wir können sie editieren und wir können uns von Bild zu Bild bewegen. Was ihr hier seht auf einem der Bilder, wenn wir uns ganz genau hingucken, sehen wir zwei Bilder. Wir haben zwei Krater, wo die Bombe eingeschlagen ist. Und wir konnten feststellen, für wie groß der Schaden ist, für Rechtsanwälte beispielsweise. Wenn wir uns das wieder anschauen, dann sehen wir diese Sekunde, bevor die Bombe einschlägt.
Da sind 60 Palästinenser gestorben. Aber die Anwälte wollten wissen, wie groß ist die Bombe, wie groß ist der Schaden, damit sie sozusagen so eine Art Kette an Aktionen starten konnten. Wir sehen hier den genauen Frame auf dem Modell der Stadt und können jetzt diese Bomben tatsächlich messen, sehr präzise mit weniger als 10% Abweichung. Und wir können dann genau rausfinden, welche Bombe es war, die dort gelandet ist, und können dann richtig gehen, sozusagen den Hersteller des Ganzen herausfinden. Hier bewegen wir uns jetzt in dem Modell drinne und schauen uns die Thermodynamik des Ganzen an. Wir schauen uns an, wie sich die Wolke verändert, um wirklich sicher zu sein, dass wir uns dieselbe Wolke angucken. Wir nehmen jetzt Ereignisse und Bilder aus der Stadt heraus, und die Wolken sind quasi die Anker unserer Rekonstruktion da drinne. Dieses Projekt ist tatsächlich später als Beweismittel zum ICC, zum International Criminal Court, gegangen, was für uns eine Form des Aktivismus dann ist. Und auf eine gewisse Weise trägt das dann dazu bei, dass sich die Politik in der Hinsicht ändert. Zum Beispiel betreffend die Hannibal-Direktiven. Die Bombenwolken sind auch sehr, sehr wichtig als Erinnerungsanker, damit sich die Zeugen auf dem Boden erinnern können, okay, wie war das, wie habe ich mich bewegt? Also wenn man an ein Element denkt, das sozusagen die Erinnerung und die Medienbeweise zusammenfasst, dann sind das diese Wolkenbilder für uns. Gut, ich improvisiere jetzt quasi, das ist nicht der Vortrag, den ich gerade halten wollte, aber ich zeige einfach mal, ja, hier. Hier gibt es eine sehr kürzliche Untersuchung, die wir gemacht haben. Und hier haben wir zusammen mit Amnesty International, das waren wir in der Lage, aufzuzeigen, dass hier ein Geheimgefängnis sich befindet, was vom kamerunischen Staat betrieben wird und wo Verdächtige von Boko Haram festgehalten und auch gefoltert werden. Wir konnten mit Leuten in kamerunischen Gefängnissen sprechen, und wir konnten tatsächlich Fragen hin und her schicken und konnten davon ausgehend eine Rekonstruktion beginnen, um die Architektur dieses Gefängnisses zu rekonstruieren und auch die Bedingungen, die dort sind. Und für uns ist das wirklich interessant, weil die Verdächtigen tatsächlich am Anfang, wir wussten am Anfang nicht, ob das wirklich korrekt ist, was sie dort gesehen haben. Sie haben außerhalb des Detention Centers, dieser Anlage, dort Leute gefoltert gesehen und Leute, die getötet wurden. Und dann konnten wir das Ganze verifizieren mit Hilfe von amerikanischen Soldaten, die sich dort befunden haben. Nun, die US hat angesagt, dass sie sich in Folter nicht mehr verwickelt sind. Wir haben uns das jetzt sehr genau angeschaut und haben geguckt, können wir irgendeine Spur finden, irgendeine Spur von US-Soldaten oder von Militär, die dort ran verwickelt sind. Von diesen Verdächtigen von Boko Haram. Was wir tatsächlich uns als erstes aufgefallen ist, ist, dass es so Spuren gibt in sehr, sehr unerwarteten Orten. Hier ist ein Vertrag zum Beispiel, ein amerikanischer Vertrag, um diese Basis an das Internet anzuschließen. Das Militär sozusagen hat das gesehen. Wir sind denen auf Facebook gefolgt. Wir haben dort tatsächlich gesehen, dass dort ein Soldat das Location Tagging nicht ausgeschaltet hatten. Das heißt, das ist so eine Art Urlaubsfotos, wo man den Standort kennt, und man konnte sehr, sehr leicht herausfinden, auf welcher Basis das gewesen ist. Nun, wir haben wieder ein Modell gebaut und konnten dann sehr, sehr präzise bestätigen, wo welches Foto aufgenommen wurde. Und wir sehen, sie konnten tatsächlich die komplette Basis begehen, wo auch Menschen gefoltert wurden. Wir sehen, dass dort die Unit
also diese Militäreinheit quasi dort präsent war. Wir sehen, dass dort gebaut worden ist und wir konnten gar nicht glauben, dass dort im Grunde amerikanische Ausbilder die kamerunischen Einheiten trainiert haben. Und das ist ein fast komischer Film, dass hier quasi ein Training mit Nachtsichtgeräten stattfand in Form eines Fußballspieles. Und man sieht, dass tatsächlich die US-Streitkräfte dort sehr, sehr direkt involviert waren. Die Aufdeckung dieser Basis führte dazu, dass auf Seiten der Amerikaner erstmal alles abgestritten wurde und dass jetzt tatsächlich später seitens der US eine Aufklärung versucht hat stattzufinden, um diese Anklagen halt zu substanziieren. Ein weiterer wichtiger Fall, wo wir eingebunden waren kürzlich, war der Azu-Napa-Fall. Viele von euch wissen wahrscheinlich die Geschichte oder kennen die Geschichte. Die 43 mexikanischen Studenten, die verschwunden waren in Mexiko. Wir wurden von den Eltern gefragt und von anderen Nichtregierungsorganisationen, ob wir im Grunde das dort eine Untersuchung vornehmen könnten. Das ist eine der größten Fälle in Mexiko und seit deren Verschwinden sind Studenten, die auf der linken Seite des Spektrums unterwegs sind, immer noch sehr, sehr aktiv. Wird immer noch erzählt, dass sie sozusagen in den Drogenhandel verwickelt waren und dort möglicherweise Verbindungen bestehen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns Tausende und Abertausende von existierenden Berichten angeschaut haben und im Grunde ein Data Mining machen wollte. Es gab Hunderttausende Dokumente und die einzige Art und Weise, wie wir mit denen umgehen konnten, ist, okay, wir müssen mit den Beziehungen zwischen verschiedenen Events in Raum und Zeit uns auseinandersetzen. Bewegung von Autos, Schüsse, Fotografien. Und als wir das zusammensetzen, kam ein sehr, sehr anderes Bild raus, als das, was die mexikanische Regierung veröffentlichen wollte. Und zwar, dass eine lokale Gang, so eine organisierten Verbrechens, die dort die Fäden in der Hand hielt. Wir haben eine Plattform aufgebaut, wo wir jeden Beteiligten mit Namen in Raum und Zeit und deren Kommunikation abgebildet haben. Und dann konnten wir sehen, wie sich die Beziehungen zwischen den Beweisstücken aufbauen. Meistens ist es nicht, dass ein Schuss alleine wirklich wichtig als Beweis ist, sondern die Muster, die Koordination untereinander und die Muster von Eskalation zum Beispiel und andere Dinge, die uns tatsächlich zeigen, was dort vor Ort passiert ist. Und man konnte zeigen, dass es da drei verschiedene Polizeigruppen gab, die direkt involviert waren und dem Militär, was ebenfalls verdeckt war, und dem organisierten Verbrechen. Gleichzeitig haben wir den Ort sämtlicher Videoüberwachungskameras dort rekonstruieren können. Und die Zusammenhänge zwischen den Angriffen und Telefonanrufen wurden zu sehr, sehr klaren Anzeigen von, wer hat Kommandos gegeben, wer hat das Ganze kontrolliert und dass das Ganze von der Polizei koordiniert war. Hier analysieren wir eine Videoüberwachung und selbstverständlich hat der Staat nach diesem Ereignis jede Videoüberwachung, jede Videoaufzeichnung gelöscht und wir konnten aber rekonstruieren, was da drauf zu sehen gewesen sein muss zu einem ganz bestimmten Moment. Ein weiteres Element in diesem Fall war, ja, das ist die Plattform hier, die könnt ihr euch tatsächlich anschauen und selber erkunden. Und anstatt mit eben Bildern einfach nur zu arbeiten, arbeiten wir halt hier mit Daten und eines der wichtigsten Zeichnungen
Also das, was eigentlich tatsächlich eine sehr, 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 sehr einflussreiche Zeichnung geworden ist, war so eine Arbeitszeichnung, die wir für uns selbst eigentlich behalten haben, weil wir mussten ja einen Überblick behalten, wo jeder einzelne Beteiligte dort gewesen ist, was ist die Beziehung zwischen denen gewesen und natürlich auch, wie gehen diese verschiedenen Geschichten zusammen, die dir danach erzählt wurden. Wir haben also eine sehr, sehr große Zeichnung bei uns im Büro hängen und dort sind die Bewegungen der verschiedenen Akteure sichtbar gewesen. Und dann war uns klar, diese Arbeitszeichnung ist eigentlich tatsächlich ein Bild des Verschwindens. Ein Verschleppen oder Verschwinden, da geht es gar nicht darum, dass Leute einfach gepackt werden, getötet und versteckt werden, sondern Verschwinden bedeutet auch immer, dass Beweise attackiert werden, dass Stück für Stück immer weiter Beweise vernichtet werden und dass also falsche Geschichten in Umlauf gebracht werden. Und das Verschwinden ist eigentlich selbst eine narrative Form für sich selber. Und in dieser Zeichnung könnten wir dann so auf eine gewisse Art und Weise zeigen, wie die staatliche Erzählung hier in Schwarz, ich gehe jetzt nicht direkt in jedes Detail hier ein, aber das sind die Bewegungen der Studenten, so wie sie von der staatlichen Untersuchung dargestellt wurden. Der Staat steht auch immer noch dazu, dass das angeblich so stattgefunden hat, auch wenn das inzwischen herausgefordert wird. Und jetzt sieht man die Überlebenden, also die Geschichte der Überlebenden, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Geht ein völlig anderer Startzustand los, die Ereignisse finden zum Teil im anderen Zeitpunkt statt, sie bewegen sich anders dadurch. Und die Abweichung zwischen dem schwarzen und dem roten Erzählungen ist eigentlich der Raum, wo dieses Verneinen und dieses Verschwinden stattfindet. Das ist ein weiter fortschreitendes Verbrechen. Und hier kann man tatsächlich sehen, wie diese Zeichnung aufgebaut ist, sich weiter aufbaut. Und ganz dort oben sieht man jetzt in Violett, in diesen violetten Linien. Das ist das, was wir über das Drogenkartell wissen, was also deren Bewegung und Geschichte gewesen ist. Und jeder erzählt dort eine andere Geschichte. Und diese vielen Geschichten machen so einen Raum auf, so einen Raum des Verschwindens. Hier sieht man noch Bewegung der Polizei in der Stadt. Und jetzt sieht man, wie diese Polizeieinheit exakt neben den Studenten sich befindet, während des gesamten Angriffs und sich mit denen zusammen fortbewegt. Was wir schließlich getan haben, also am Ende, und grün, da sehen wir jetzt noch das Militär da drinnen und so weiter, wir wussten, Moment, ja, wo ist es jetzt nochmal? Hier. So, also hier sehen wir jetzt die fertige, finale Zeichnung, die wir als ein riesengroßes Wandbild gezeichnet haben. So, und was man hier sieht, das ist eigentlich in Mexiko ein pädagogisches Mittel im Rahmen der Politik, wo halt Geschichten des Staates zum Beispiel oder die Kämpfe der Arbeiterklasse dargestellt werden. Und wir dachten, okay, das ist ein, ja, im Grunde eine Zeichnung oder ein Denkmal sozusagen des 20. Jahrhunderts, was sehr kompliziert zu lesen ist, aber kompliziert wird es das Ganze dadurch, dass eben hier ein Verschwinden stattfindet. Und das macht diesen Raum Moment bitte. Da ist die Ausstellung. Ich will euch gerne nochmal zeigen, wie dieses Bild dann quasi fertig aussieht. Ja, dort sieht man es also direkt in dem Ort. Und es ist seitdem eine Sehenswürdigkeit geworden.
wo man sich politisch versammelt, wo politischer Aktivismus stattfindet, wo man protestiert für die Familien zum Beispiel und für andere. Und es zeigt auf eine Art und Weise den Nutzen von kulturellen und künstlerischen Räumen im Rahmen unserer Arbeit. Ganz oft sind unsere Beweise nicht dafür gemacht, dass sie tatsächlich in das staatliche Justizsystem einfließen können. Es ist sehr, sehr selten, dass man wirklich tatsächlich den Staat herausfordern kann im Rechtssystem innerhalb im Rahmen seiner eigenen Institutionen. Also brauchen wir alternative Formen, wir brauchen alternative Foren, öffentliche Räume, Ausstellungen und so weiter. Einige von euch müssen unsere Arbeit möglicherweise kennen, die wir gemacht haben für die NSMU, über den Verfassungsschutz und den Agenten des Verfassungsschutzes, der in Kassel im Internetcafé war, während dort ein rassistischer Mord stattfand. Und wir haben rekonstruiert, er muss das quasi mitbekommen haben, was dort passiert ist. Und diese Dokumente wurden uns auf eine sehr interessante Form zugespielt, weil das hat tatsächlich den Prozess nochmal mobilisiert. Das hat in einer im hessischen Parlament sozusagen in einem Untersuchungsausschuss gemündet, wo verschiedene Delegationen wo sie auf die Dokumente gekommen sind von dem Untersuchungsausschuss, um sich dieses Werk anzuschauen. Und das wurde dann tatsächlich auch dem Agenten präsentiert. Er musste es sich anschauen. Ich glaube, ich sollte möglicherweise noch ein bisschen Platz für Fragen lassen. Es tut mir leid, dass die Präsentation jetzt so chaotisch gewesen ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen die Natur dieses Ereignisses. Und ich freue mich auf jeden Fall über die Chance, dass ich was präsentieren konnte. Vielen Dank. Danke für diesen interessanten Talk. Schwierigkeiten? Hier sind 4 Mikrofone, mit denen die Leute Fragen stellen können. Man kann sich in einer Reihe anstellen. Wie viel hat der Staat über diese Angelegenheit gesagt? Nun ja, das ist... Shutdown ist ein schwieriger Begriff jetzt dafür. Für uns ist es schwierig. Wir bekommen Unterbrechungen, weil wir einfach nicht an die Orte herankommen. Das ist sehr, sehr oft die Frage an der bei Westbank in Gaza zum Beispiel. Unsere eigenen Untersucher, die, wenn die in Tel Aviv landen, dann werden die manchmal verhört, manchmal werden sie zurückgeschickt. Nichts davon ist jetzt wirklich vergleichbar mit dem, was der israelische Staat getan hätte, wenn das jetzt Palästinenser gewesen wären, die dasselbe versucht hätten. Auf gewisse Weise ist es halt so, dass als Israeli bin ich ein bisschen privilegiert vom Staat aus gesehen und ich versuche diese Privilegien zu nutzen, um sie eigentlich umzukehren auf eine gewisse Weise. Wir versuchen fortwährend, wir bekommen fortwährend diese Unterbrechung und Störung vom FBI zum Beispiel. Als wir diese Untersuchung über den weißen Phosphor gemacht haben, da ging es um den Angriff in Fallujah im Irak mit weißem Phosphor. Einige unserer Mitarbeiter in den US wurden überfallen. Nun ja, wir werden bedroht, wir werden getrollt, aber es ist so eine Art andauernder Tanz. Wir versuchen, unsere Leute zu schützen, unsere Daten zu schützen. Und dann gibt es wieder Versuche, uns unglaubwürdig zu machen und manchmal sehr, sehr kleine Siege. Danke für den Talk. 2-teilige Frage. Die erste Frage ist das Framework. Ist das Framework verfügbar? Ist es verfügbar für Researcher? Die andere Frage ist, wie finanziert ihr euch denn?
Okay, also das ist eigentlich die gleiche Frage. Unser Ziel ist, neue Beweistechniken zu entwickeln. Deswegen machen wir eigentlich nicht dieselbe Untersuchung zweimal und wir benutzen auch nicht dieselben Methoden zweimal. Was wir tatsächlich machen ist, dass wir, nachdem wir eine Software entwickelt haben, dann kommt sie in die Public Domain, dann wird sie Open Source veröffentlicht und für uns ist es so, dass diese wenn diese Techniken mehr so bildbasiert sind oder architekturbasiert sind, dann lehren wir Aktivisten, wie man das Ganze machen kann. Wir haben Lehrgänge. Wir versuchen immer wieder mit Partnern zu arbeiten, um Sachen zu hinterlassen, die wieder benutzt werden können. Und das bringt uns in die Lage, dass wir Forschungsgelder bekommen könnten und nicht nur mit Kommissionsgeldern arbeiten müssen. Wenn jemand, der eine Menschenrechtsgruppe sozusagen eine Verfolgung bezahlen kann, wenn die uns also Gelder geben können, dann würden sie für einen Teil dieser Untersuchung bezahlen. Aber der große Teil davon sind wirklich Forschungsgelder, Forschungsdrittmittel, die für uns, die dann wieder in Open Source Software enden. Und diese Untersuchungen sind dann auch quasi komplett Public Domain. Für uns ist es im Grunde wie so Kochrezepte, ne? Weil wir erzählen, okay, das und das haben wir rausgefunden, so und so haben wir es gemacht. Wir zeigen es wirklich Schritt für Schritt. Das ist, was man hier macht. Das ist, was man danach macht. Ja, und so weiter. Danke für eure Arbeit. Meine Frage ist, wie kann man dort mitmachen? Nun, tatsächlich sind wir jetzt ungefähr 15 Architekten, Programmierer und Filmemacher und wir brauchen neue Leute. Ich bleibe den Tag über hier, also wenn ihr mit uns arbeiten wollt in London oder so, wir fänden das großartig, dann bitte sprecht uns an. Ich habe eine Frage. Die Techniken und Werkzeuge, die ihr verwendet, wie ihr für die Rekonstruierung von Videos verwendet? Wir haben jetzt angefangen, Fotogrammetrie zu machen für die 3D-Rekonstruktion. Das machen wir aus existierenden Bildern, die unter freien Lizenzen stehen. Ja, also wenn wenn irgendetwas halt eine öffentliche Sehenswürdigkeit sozusagen gefilmt worden ist, fotografiert wird, das können wir rekonstruieren. Das ist eine der Techniken, die wir haben, um zum Beispiel im Gaza etwas zu identifizieren. Weil wir ganz, ganz genau bis auf den Millimeter diesen Form dieses Kraters halt rekonstruieren können. Und wir können dann sozusagen sagen, welche Sprengstoffe wurden verwendet, weil die nur bei diesem speziellen Rakete dann auftraten. Wir arbeiten nicht wirklich mit Firmen zusammen. Wir versuchen, existierende Software zu nehmen und sie für uns anzupassen oder sie uns gefügig zu machen für unsere Ziele. Aber was ich hier gerne hinterlassen möchte, ist, warum Architektur? Warum ist Architektur wirklich wichtig hier? Nun, in einer Situation, wo man wirklich nur zwei Bilder von einer Szene hat, einem Polizeiübergriff oder einem Angriff auf eine Stadt, aber man hat 70.000 Bilder statt zwei Bildern und man muss die sozusagen quer referenzieren, man muss sie in einen Raum anordnen. Die einzige Art, um das zu tun, ist, das in architekturellen Modellen zu machen. Architektur ist das optische Werkzeug, das uns hilft, Sachen zu synchronisieren, Sachen im Raum und Zeit sozusagen einzuordnen. Und das ist wirklich eine Notwendigkeit, dass das Architekten und Filmemacher und Programmierer dort zusammenarbeiten, weil Raum ersetzt in dem Fall die Montage also das Zusammenschneiden des Filmes, was quasi die Grundlage des Kinos, auch des politischen Kinos ist, die dialektische Montage, wo man also Film zerschneidet und wieder zusammensetzt, das ergibt für uns überhaupt gar keinen Sinn, weil wir müssen uns in Räumen bewegen. Wir müssen uns einen Film herausnehmen, weil wir schneiden den nicht. Wir schneiden die Filme nicht. Wir lassen sie einfach in der kompletten Dauer in dem Modell drinne, aber wir schauen die Navigation und die Bewegung in
in Raum und Zeit uns an zwischen diesen verschiedenen Filmen. Und wie ich in Mexiko gezeigt habe, das sind Zehntausende von Datenpunkten, die so Überschneidungen von Datenpunkten, Bild und Architektur erzeugen, wo die Geschichte dahinter ja sich dann daraus entfaltet. So, ja, das ist es. Wenn ihr die Bilder habt und den Ort und Platz von den Bildern, wie stellt ihr sicher, dass das keine gefälschten Informationen sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir diese 70.000 Bilder in Gaza synchronisieren, das hat uns ein Jahr gekostet. Nun, wir arbeiten ein Jahr an einem einzigen Tag. Das ist ungefähr so die richtige Ratio, das richtige Verhältnis, wenn man eine forensische Rekonstruktion macht. Was die Leute während des Krieges schützt, wir geben sozusagen Monate nach dem Konflikt dann Monate nach dem Konflikt wurde dann festgestellt, okay, von unseren Partnern in Palästina, von unseren Partnern in Amnesty, okay, jetzt können wir das machen, ohne dass wir jede Quelle fragen müssen und dass wir die Quellen auch nicht gefährden. Eure Arbeit ist sehr ähnlich wie die von Bellingcat. Könnt ihr da ein bisschen was zu Bellingcat sagen? Wir arbeiten mit Bellingcat tatsächlich zusammen. Einige unserer Projekte finden tatsächlich zusammen statt. Ich denke, dass unsere der Unterschied liegt nicht darin, dass wir, also was wir machen ist, wir beschäftigen uns sehr mit großen Umgebungen und mit Datenanalyse aus sehr, sehr vielen Datenpunkten, wo Architektur und architekturelle Modelle so die Arena sind, wo diese Referenzen zueinander finden. Die andere Arbeit, da geht es mehr um Bildidentifizierung. Was ist das für ein Bild? Was ist da drauf zu sehen? Befindet sich dieses Bild? Bei diesen Punkten arbeiten wir mit denen zusammen. Bei uns geht es eher so darum, dass wir mehr gegen westliche Staaten arbeiten. Wir versuchen, sie zur Verantwortung zu ziehen. Und diese Techniken sind dafür sehr, sehr viel nützlicher, wenn es gegen das britische, amerikanische oder israelische Militär geht und wir tatsächlich in der Lage sind, dort Antworten oder Reaktionen zu bekommen, die wirklich effektiv in diesen Feldern sind. Bei Bellingcat geht es eher um ein anderes Feld, in dem die arbeiten. Eine große Runde an.